Denn die besten Paare kommen ja noch. So, nochmal letzte Präparation für ein polnisches Paar. Silvia Nowak und Sebastian Kolasinski. Platz 9 nach dem Pasadobel. Kommen beide aus Lodz. Ob Sie sehen konnten, da hat Silvia Nowak ihre Rose aus dem Haar verloren. Die liegt jetzt genau auf dem Spurenbild der beiden. Ich hoffe, die bemerken das und können in der zweiten Runde da ausweichen. Und es ist ja kein Stein, es ist nur eine Rose. Ja, aber schlimm genug, sobald die Rose unter den Schlittschuh kommt, ist Feierabend. Da reicht ein Kaugummipapier. So, jetzt nähern sie sich der Stelle. Und ich denke, das werden sie sehen. Und ja. Schön Abstand gehalten. Tja, Blumen liegen bereits auf dem Eis für die beiden, die haben sie selbst hinterlassen, aber ein durchaus gutes Paar. Vor allen Dingen bestechend durch die Exaktheit im Timing, in der Ausführung der Schritte, nicht ganz so groß vielleicht im Spurenbild, aber wie schon erwähnt dafür sehr exakt und das müsste sich eigentlich... Außerordentlich solide. Ja, außerordentlich solide, genau das ist der richtige Ausdruck, solider eben als... Tatjana Nawka und Roman Kostomarov. Schade, dass wir nicht mal eine Totale von oben bekommen, aus der sogenannten Vogelperspektive, liebe Zuschauer. Da könnten Sie wunderschön das Spurenbild erkennen auf dem Eis, das einem Gemälde mittlerweile gleicht, wellenartig. Jetzt fliegt die Rose gleich raus, Achtung. Und das war eine Kopfbewegung zu viel. Bisschen Schwund ist überall. Solange es nur die Rosen sind und nicht die Schlittschuhe. So, mal sehen, ob sie den Platz 1 übernehmen können. Normalerweise sollte das durchaus möglich sein. Belegten übrigens Platz 8 bei der abgelaufenen Europameisterschaft. Tendieren so ein bisschen schon hin zu den deutschen Paaren, zur Winklerlose. Fehlt zwar noch ein bisschen, klar. Ja, aber muss sagen, dass Nowak Kolasinski vor 3 Jahren schon mal teilweise noch vor Winklerlose waren. Ja. Und jetzt die beiden Berliner doch schon ein wenig Platz zwischen sich und die Polen geschaffen haben. Ja, Platz 1 also. Im Augenblick.